Hey ho und willkommen zu einer weiteren Genshin Impact Episode, wie immer 21 zu 9. Und wir können jetzt mittlerweile die Posina Lichtnägeln hier setzen und versuchen, den nochmal neu herauszufordern. Es hat aber einige Folgen gedauert, sie zu bekommen, beziehungsweise die Ersatzteile dafür. Und wir mussten sie kalibrieren. Das heißt, ihr könnt oben rechts auf das E-Symbol klicken bei YouTube, dann kommt ihr nämlich auf die Playlist von Genshin Impact. Und genau, und auf die Viecher sollten wir aufpassen, weil die nicht gerade ohne sind. Ich würde aber mal sagen, wir sollten was essen, um das ein bisschen zu beschleunigen. Ach, er ist jetzt komplett despawned. Erst wenn ich den sehe, möchte ich. Ja, ihr habt gelesen, was Paimon gesagt hat. Muss ich das jetzt so machen? Muss ich jetzt herausfinden, wo ich sie setzen muss, oder wie? Naja, gut. Na komm schon. Hier irgendwo. Ansehen. Noch zwei nehmen. Vielleicht können wir sie auch noch zusammen platzieren. Ah, okay. Also es ist im Endeffekt das gleiche, was wir in den letzten zwei Episoden gemacht hatten. Ja, komm schon. So. Das müsste dann irgendwo hier sein. So, das letzte. Wenn wir die jetzt aufladen müssen, mit Zeit und noch den besiegen müssen, das wird lustig. Also, ich habe mich in der letzten Folge schon so ein bisschen aufgeregt, weil dann ist gerade zu 100% meine Mission, also die Auflade-Ding, gerade auf 100% gegangen und trotzdem hat das nicht gezählt. Das sollte genügen. Sie scheint ganz gut zu funktionieren. Lass uns zurückgehen und Hussein erzählen, was passiert ist, bevor dieser große Kerl zurückkommt. Okay, gut, machen wir. Ich dachte, wir fighten automatisch dann, aber gut. Nachher ist er ganz woanders und dann ist es ein bisschen blöd, dass wir sie dort gedroppt haben. Und wie läuft's? Arbeiten die Lichtnägel ordnungsgemäß? Alles normal? Also, wenn alles in Ordnung ist, ist das der beste Fall und hoffentlich gibt es auch in Zukunft keine Pannen. Sobald ein spezieller Apparat im Wirkungsbereich der Lichtnägel auftaucht, wird seine Energiezufuhr unterbrochen. Dieses Mal solltest du in der Lage sein, es zu besiegen, loszulassen. Mach das so. Ich glaube an deine Stärke. So, und jetzt? Achso, dann muss ich wahrscheinlich hier oben wieder, ne? Ah, okay. Gibt es wieder was? Okay, lass uns lesen. Besiege das Ruinenkoloss-Spezialmodell. Okay, 50. Zerstöre insgesamt 8-mal die Schwachstellen des Ruinenkoloss-Spezialmodells. Also das da und auf dem Rücken, glaube ich, ist ja was. Bestehe die Herausforderung mit über 50% Unversehrtheit für die Posina-Lichtnägel. Also das heißt, der wird die wahrscheinlich zerstören. Bestehe die Herausforderung innerhalb von 3 Minuten. Okay. Schließe die Herausforderung ab, ohne die Selbstreparaturfunktion des Ruinenkoloss-Spezialmodells auszulösen. Löse die Selbstreparaturfunktion des Ruinenkoloss-Spezialmodells mindestens zweimal aus und schließe die Herausforderung ab. Na gut, was mich halt interessiert, sind auf jeden Fall die ersten beiden. Davon kriegen wir ja immer wieder was, auch wenn wir gerade noch nicht so viel haben. Okay. Jetzt wird es mir da auch angezeigt, das heißt, er müsste auch wahrscheinlich auch da sein. Und gut, dass ich eben das Essen noch nicht investiert habe. Ich hatte echt überlegt, jetzt schon Essen zu nehmen, aber ihr habt ja selbst gesehen, er ist ja gar nicht da. Jetzt ist er da. Zack. Das Symbol mit dem Essen. Das hier. Ja, Verteidigung ist, glaube ich, nicht so nötig. Gut. Crit haben wir gar nichts mehr. Ah, von Ambers Spezialität. Ausdauer. Naja, wir haben echt nur Angriff gemacht. Ich dachte, ich hätte auch noch irgendwie was mit Crit gemacht. Nun gut. Jetzt bin ich mal gespannt, wie krass wir jetzt ins Gesicht kassieren. Okay, lade alle Posina-Lichtnägel innerhalb der vorgegebenen Zeit auf, um das Ruinenkoloss-Spezialmodell von seiner Energiequelle zu trennen und ihn schließlich zu besiegen. Posina-Lichtnägel wirken sich auf den Betrieb des Ruinenkoloss-Spezialmodells aus und lösen Gegenangriffe aus, während sie aufgeladen werden. Sobald zwei Posina-Lichtnägel aktiviert sind, erhält
das Ruinenkoller-Spezialmodell einen Angriffsbonus. Sobald drei Pussina-Lichtnägel aktiviert sind, erhält das Ruinenkoller-Spezialmodell zusätzlich einen Verteidigungsbonus. Nach der Aktivierung beginnt das Ruinenkoller-Spezialmodell, die Pussina-Lichtnägel anzugreifen. Dann werden seine an Kopf und Bein befindliche Kerne freigelegt. Greife sie an, um den Ruinenkoller aufzuhalten. Also da, da und da. Okay. Sobald es eine bestimmte Menge Schaden erlitten hat oder für einige Zeit in Betrieb war, geht das Ruinenkoller-Spezialmodell in einen Aufladezustand über, in dem es versucht, Elektroenergie von Purusina-Lichtnägel zu absorbieren, um sich zu verstärken. Sobald die Verstärkung abgeschlossen ist, wechselt das Spezialmodell das Ziel und beginnt dich anzugreifen. Och ne, jetzt noch die dazu. Im verstärkten Zustand wird das Spezialmodell nicht gelähmt, wenn seine Schwachstelle unter Angriff steht. Außerdem können die Angriffe des Spezialmodells Gegner in der Nähe aufschrecken, die wiederum von den Pursina-Lichtnägeln angezogen werden und beginnen, sie anzugreifen. Wenn du die Energiequelle des Ruinenkolossspezialmodells nicht abgeschnitten hast, wird, nachdem es besiegt wurde, ein Selbstreparaturmechanismus ausgelöst, wodurch es wieder in einen aktiven Zustand versetzt wird. Das könnte wirklich kritisch werden mit der Zeit. Also, ich mache einfach Instant. Okay, ich habe einmal zu lange gehalten. Zwar ist das Risiko hoch, wenn wir drei aktivieren, Verteidigung und Angriff hochzukriegen. Aber vielleicht macht das es mehr Sinn, das so zu machen. Try not to enjoy this too much. Zack. 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 Ja, ein bisschen kassierte, aber das ist halt, wenn wir gerade zwei Ultis drauf haben. Ich glaube nicht, dass es so einfach wird. Vor allem wie Emma macht gerade auch nur 600 Schaden. Okay, ich muss auch treffen jetzt. 678 Schaden. Beim letzten Mal waren wir bei fast 2000, meine ich. So, vielleicht mal ein bisschen heilen. Ach, heilen sag ich dann dazu. Ach, ihr seid jetzt auch schon wieder da. Boom. Ja, jetzt habt ihr natürlich wieder diese ganzen Geo-Sachen. Ach, wieder diese komischen Schlangen. Ich hasse die. Die waren in so einem Event drin gewesen, was wir viermal besiegen mussten. Und das hat einfach voll viel Zeit gekostet. Viermal besiegen, damit wir beide nochmal kriegen können. Hey, was mit euch? Alter, lasst mich doch. Na gut. Jetzt sind die natürlich wieder weg. Alter, ich komme hier nicht weg. Alter. Muss ich so machen. Komm schon. Zack, 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 zack. Nein, 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 nein. Genau deswegen hasse ich die, weil die saugen einen so auf, so ekelhaft. Es fehlt auch nicht mehr viel. Wieso bin ich da noch hier? Ich muss eigentlich den hier triggern. Treffe ich? Treffe ich nicht. Wieso treffe ich dieses Ding hier nicht? Weil dieser wieder Auto-Aim drauf setzt. Zack. Ich will das Ding aufladen. Das ist gerade blöd, wenn alle direkt nebeneinander sind. Ich krieg das nicht gezielt. Ja, 100% habe ich aber jetzt mittlerweile geschafft. Ich dachte, muss ich nicht noch extra den fighten? Ich hatte irgendwie in Erinnerung jetzt beim Lesen, dass ich den auch noch besiegen muss. Dass der jetzt gelähmt werden kann. Und nach, also wenn die alle auf 100% sind, gelähmt ist und ich den dann besiegen kann. Okay, das kann jetzt nicht so einfach gewesen sein. Nun gut. Ist halt so, was haben wir denn geschafft? Oh, wir haben direkt vier Sachen auf einmal geschafft. Was haben wir geschafft? Besiegen des Ruinenkollers, ja. 50% Unversehrtheit, ja. Auch allein am Anfang wegen Ulti. Innerhalb von 3 Minuten. Ja, ging relativ schnell, ja. Ohne diese Selbstreparaturfunktion, ja, weil wir die alle bei 50% Unversehrtheit geschafft hatten. Allerdings haben wir nur zweimal die Schwachstelle getroffen, was nicht schlimm ist. Das Problem ist, der hat nichts gedroppt. Nichts, was ich so... Ich würde da vielleicht das noch einmal machen. Nehmen wir zur Sicherheit nochmal die beiden.
Ultis sind ready. Oh, Dings. Die sind ein bisschen geschwächt. Das sollte ich auch in Betracht ziehen. Sie zu heilen. Weil drei Tritts ins Gesicht und da waren die auf jeden Fall schon ziemlich weit runtergehauen worden. So, versuchen wir es nochmal. Zack, zack, zack. Schon 4%. Das ging schnell, gefühlt. Zack, zack, zack. 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 Na komm schon. Ja. Jetzt kann ich die Ultis einsetzen. Na. Zack. Zack. Ich sehe einfach den Balken nicht mehr. Ich sehe, da oben ist der Balken. Voll versteckt fast. Ist der gerade stuck? Ich glaube ja. Hier. Das Ding kannst du auch ein bisschen aufladen, Lisa. Zack. Zack. Oh. Mist. Wenn ich hier vorbei husche, kann man das ja wieder aktivieren. Das sind also mal die gleichen Gegner. Na ja, gut. Achso, da hatte ich das dann mit Ningguang eher gemacht, glaube ich. Na komm schon. Den hier auch. Ulti. Ah, okay. Das geht wohl hier hin. Alter. Was ist hier für ein Kampf herrscht, der? Oh. Neue Gegner. Ja. Zack. Zack. Oh, joi. Ich wusste nicht, dass anwascht. Aua, du kannst. Nee. So, ihr. Weg mit euch. Das Ding muss ich aktivieren. Ah, ist zerstört oder aufgeladen? 100% aufgeladen, okay. Wenn ich die Schwachstelle irgendwie treffe. Aber irgendwann kassiert. Zack. Eieiei, darauf habe ich jetzt nicht geachtet. Mein Gegner. Okay, diesmal dauert es ein bisschen länger. Was aber nicht so schlimm ist. So, so. Komm, einmal will ich noch seine Schwachstelle treffen. Zack. Noch lebt er? Nee. Achso, der fällt da immer um. An dieser Stelle. Okay. Irgendwie sind die noch nicht. Jetzt sind die gesperrt. Jetzt müsste dieses komische Schwert. Okay, was ist das hier nochmal? Was haben wir dann geschafft? Achso, das mit dem Ruinenkoloss. Ja, wieso eigentlich nicht? Was kriegen wir denn diesmal wieder im XP-Dings, ne? Ja. So, das heißt, das haben wir nicht geschafft. Haben wir überhaupt Schwachstellen getroffen von denen? Wir hatten zwei gehabt. Okay, vier. Wenn wir theoretisch noch zwei weitere Male das so machen, könnten wir das ja schaffen. Was sagt denn unsere Essensbuff? Ist auch noch da. Es wäre cool, wenn er irgendwo an der Seite stehen würde, wie lange es noch dauert. Ist nochmal so. Heilen müssten wir. Müssen nochmal wieder kochen, so wie immer. Sind noch relativ satt. Ultis haben wir nicht ready. Nicht die, die ich auf jeden Fall haben möchte, was aber nicht so schlimm ist. Zack. Gut, dass man nur einmal hitten muss. So. Zack. Ah, oh, ja. Weg von den Kugeln. Zack. 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 Ah. Machen wir es gleich mit Kea zuerst. Vielleicht treffe ich an den Beinen die Schwachstellen. Sieht nämlich fast danach aus. Ja. Hab einen. Komm bitte den anderen direkt mit, damit es ein bisschen schneller geht mit diesen. Kann auch das hier dabei machen. Das hier. Man sieht natürlich wieder nichts. Epilepsiegefahr. Ah, ich kassiere gerade.
Der hat diesen Laser gemacht. Okay, das habe ich nicht gesehen gerade. Okay, ich muss aber Lisa wiederbeleben. Ah, ja, ja, ja. Wie sieht's mit Dings aus? Zack. Ich mach das lieber so. Ich muss mich auf die anderen konzentrieren. Alter, okay, jetzt kassiere ich. Kaum hat man keine Ultis mehr. Ah, jetzt seid ihr da. Zack, 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 zack. Irgendwann hat leider aber auch gut kassiert. Kann man sie schnell ein bisschen heilen? Was nehmen wir am besten? Na gut. Wenn es um Heilen geht, geht nicht. Lisa auf jeden Fall. Lisa brauchen wir auf jeden Fall. Geht hier leider gerade nicht. Einmal wenigstens alles hitten mit dem Laden. Ich habe wieder eine Schwachstelle getroffen, oder? Zumindest sah das halt so aus. Au, Alter, der ist ziemlich flink, muss man sagen. Allerdings gehen die Nägel langsam flöten. Uff, ja, wenigstens habe ich das Tor noch ziehen können. Aha. Zack, 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 zack. Ich weiß, wenn drei Dinger da ready sind, kann man den halt nicht blockieren. Oh, eins hat keins. Welches? Der hat keins. Genau. Na, komm schon. Jetzt ein Fernkämpfer Charakter zu haben. Ach, ich warte lieber, weil sonst, wenn ich Ember rausholen, instant weg. Nehmen wir das Auge diesmal. Unten weiß ich nicht, ob die Schwachstellen noch da sind. Zack. Achso, das war die falsche Taste. Ich nehme aber die Musik nicht, Kea. Nee. Ulti. Oh, Alter, da kam was angeflogen. Zack, zack. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. 2%, 1%, 0. Jetzt bin ich mal gespannt. Habe ich jetzt zweimal oder dreimal die Schwachstelle treffen können? Ich hatte den Eindruck, mit Chaos Ulti hätte ich es sogar zweimal geschafft. Und dann noch einmal hinterher, aber der Schein kann auch trügen. Oh, 7 von 8. Okay, allerdings müssen wir auf jeden Fall erstmal hier zu einer der Statuen in 7. Müssen uns auf jeden Fall komplett regenerieren. Das war doch ein bisschen heftig. Jetzt haben wir auch gar keine Ultis ready. Kurz Augenblick warten. Haben wir. Das sieht schon cool aus. Ach, hier ist noch so ein Ding. Das Problem ist... Wo befindet sich das? Hier? Sieht danach aus. Okay. Besuchen wir den nochmal, damit wir die restlichen 40 Urgesteine hier catchen können. Ich meine, das ist... Es ist zwar für einen Puls zu wenig, aber hey. Also, wieso nicht? Irgendwann haben wir wieder 100 Puls. Wahrscheinlich haben wir jetzt schon die 100 Puls. Ich habe es jetzt länger nicht mehr ausgerechnet, aber trotzdem. Zack, zack, vielleicht mache ich was mit Verteidigung, um ein bisschen weniger zu kassieren. Schade, dass der hier nicht noch irgendwas extra droppt. Irgendwie Maschinenteile oder was auch immer. Das wäre noch ziemlich sinnvoll. Weil wenn wir schon sowas für einen Bossfight machen, muss sich das auch lohnen. Oder so ein Miniboss. Die großen Bosse sind ja noch, gibt es ja nur 5 Stück oder so. Der fängt ja direkt damit an. Zack. 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 Hat er ausgewichen leider. Hä? Zeigt er seinen Rücken wieder? Ja. Okay, machen wir folgendes. Hier. Wir ziehen das Tor auf. Ja.
Und jetzt versuchen wir das nochmal mit Kea, die Ulti, die beiden Beine, weil wir direkt beide Schwachstellen theoretisch hitten. Zack, zack, er gibt mir eine Klatsche, aber ich habe ein Geo-Schild. Ah, hier bin ich zu nah dran. Aber ich mache keinen Schaden, aber das ist mir auch egal. Wird jetzt aufgeladen. Wieso wird er jetzt aufgeladen? Basierend auf... Achso, wir sollten auch zwischendurch, Alter. Zwischendurch die Dinger hier mal laden. Und alle hopp. Ulti. Ach, wir bekamen gerade kein Sound mehr. Hat ich einen Eindruck. Ulti müsste jetzt hier im Moment ready werden. So, zack, 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 zack. Ulti. Von Kea aber auch. Alter, man sieht wieder nichts. Ulti ready. Wir haben die Schwachstellen getroffen. Der ist wieder ein bisschen bewegungseingeschränkt. Zack, zack. Nur der schiebt mich gerade richtig heftig weg. Machen wir so. Das Ding können wir auch aufladen. Ist ja auch so gut wie. Na, das war die falsche Taste. Von E auf R verrutscht. Machen wir das doch mit Lisa. Wir haben noch eins ready. Sehr gut. Ach, das ist das gar nicht, was ready war. Aber, ja. Der hintere war ready gewesen. Ich habe nämlich die Zahlen nicht gesehen. Da war ich mir echt unsicher. Aber naja, gut, dann war es halt so. So, aber scheinbar haben wir doch nicht die Schwachstelle getroffen. Sonst wäre doch irgendwie was markiert, richtig? Tatsächlich. Oh, müssen wir doch nochmal kämpfen. Ich dachte, ich hätte eben mit der Ulti von Kea hier beim Bein was getroffen. Relativ zu Beginn an, aber gut. Ja. Oh, ich hätte fast die Ulti gelöst. Gut, jetzt haben wir... Also muss ich mich echt mit Ember drauf konzentrieren, am Anfang zumindest. Na, es ging auch relativ schnell. Ich glaube, Essen ist noch auf jeden Fall eine Weile da, aber ich will es nochmal zur Sicherheit usen. Das hier, das hier, das hier. Zack. Zack. Wir haben 6 Minuten Zeit, sehe ich gerade auch. Zum ersten Mal nie drauf geachtet, auf die Zeitlimits hier. Zack. Das sah schon fast aus, als hätte ich die Schwachstelle gut getroffen. Aber das bezweifle ich. Dass das halt zählt. Ulti. Ulti immer gut. Mauer ziehen. Ulti. Und dann mit Kea einfach alles drauf. Die Ulti irgendwie schnell ready kriegen. Mein Schutzschild hier nehmen, was ich durch Ningguang erhalten habe. Und ja, wir haben die Schwachstelle getroffen. Oben rechts ist wieder was Rotes eingeblendet. Perfekt. Also können wir uns konzentrieren, ein bisschen zu damagen hier. Man sieht einfach gar nichts. Alle. Hopp. Okay, diese Attacke zählt bei Lisa nicht. Gut, machen wir das zweite Ding. Jetzt kommen die anderen. Alter, ich dachte... Immer die Soundeffekte von Borderlands 1. Erinnert mich zumindest immer danach. Alter, du sollst auch das Ding hier aufladen. Hier. Okay, dann ab. Dann halt nicht. Hat teilgenommen. Ohne Erfolg. Nein. So. Ach, nee. Mann. So. Na, schaffe ich, schaffe ich, schaffe ich. Ja. Nein, ich glaube auch nicht. Ja, ich würde gerne das Ding ready kriegen. Irgendwie. Lisa. Lisa. Du stehst direkt dahinter und trotzdem sah es so aus, als hätte es nicht getroffen. So. So. Ja, das war die falsche Taste dafür. Irgendwann Mauer ziehen. Hier. Ulti ready. Direkt drauf. Es fehlt nicht mehr viel, um sie zu dingsen. Das ist jetzt nur ein Zeitspiel. Ich muss halt nur lange überleben und die dürfen es nicht zerstören, weil die sind jetzt in 99, 96... 98, 99, 100. Einmal Mauer. Bam! Die sind immer noch am Fighten. Ich dachte, die spawnen. Ihr wollt's wohl nicht anders, wa? Ah,
Jetzt bist du weg. Und dann, genau dann, wenn ich dir 2300 Damage gebe, ne? Okay, das heißt, wir haben das geschafft und haben jetzt auch die letzten, was man jetzt kriegen kann, an Urgestein bekommen. Richtig? Richtig. Sogar 50. Ah, das hier ist, wenn ich die Dinger nicht auflade. Aber, ja, wie gesagt, das hat keine Priorität. Der Rest war ein nettes Gimmick. Warum eigentlich auch nicht? So, was haben wir denn noch? So, Aktion ist eh beendet. Ja, da hatten wir die Mission auch nicht gehabt. Was war da? Also, Mobellauf haben wir bereits gemacht. Seht ihr ein Häkchen? Könnt ihr in meiner Playlist nochmal nachschauen. Das müssen wir auch immer mal machen, aber... Und Fischen müssen wir halt auch irgendwann mal machen. Also, wir haben auf jeden Fall einiges zu tun. Aber wie gesagt, die Events halten einen ziemlich krass auf. Ich würde mal kurz hier schauen. So. Wobei, ich hätte eine Idee. Wir mittlerweile doch ziemlich flink und schnell sind. Wir könnten, wo ist das? Das hier machen. Denn, ja genau, teleportieren. Denn die letzten paar Mal, wo wir gefarmt haben, das ging relativ flott. Innerhalb von 5 Minuten circa. 3 bis 5 Minuten. Das wäre auf jeden Fall was. Der ist da, der ist da. Kurz mal checken, wie viel braucht Kea denn noch? 6 Stück, genau. Wir hatten den zuletzt gemacht, bevor wir dieses Event gestartet hatten. Okay. Gut. Zack. Zack. Zählt das denn schon als Schaden? Scheinbar nicht. Eieiei. Ach, schon weg. Direkt Ulti drauf, natürlich. Zack. Oh, das war jetzt nicht so viel, wie ich gehofft habe. Aber naja, gut. Was, wenn ich genau diese Linse in der Mitte treffe? Gut, die Puppe hat nochmal den gleichen Schaden verursacht. Ah. Machen wir das hier. Damit wieder eine Ulti ready ist. Ah, kassiert. Zack. Ulti. Okay, ja, einfach Ulti. Zack. 6800 Schaden. Das ist, glaube ich, die größte Zahl, die ich jemals gesehen habe. Und ich weiß nicht, wieso. Muss ich leider zugeben. Jetzt habe ich leider nicht auf meine Stoppuhr geguckt, wie lange ich am Kämpfen bin. Weil diese 6800 Schaden, das war schon... Ja, für meine Verhältnisse Weltrekord, würde ich mal behaupten. Und ja, mir ist klar, es gibt die Videos auf TikTok und so weiter, wo sie mit Tutau 1 Million Schaden verursachen und bla bla bla. Aber da sind wir noch nicht. Da sind wir noch lange nicht. Ah, Mist. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ist nicht so schlimm, ist Auto-Aim. Oh, nee. Ausgerechnet jetzt. Na komm schon. Ja, das war mein Fail. Fail in diesem Sinne, dass wir den innerhalb von 2 Minuten besiegen können. Ich muss aufpassen, dass Ember nicht down geht. Ah, oder so. Mann, da hatte ich die Möglichkeit, so viel Damage zu geben und dann lasse ich mich Ember besiegen, ey. Mann, ich hätte gedacht, er attackiert nicht nochmal. Aber gut. Ist halt so, aber 6800 Schaden zu sehen, das ist auch mal schön. So. Direkt mal nutzen und uns heilen. Hier, oh, daneben getippt. So. Genau, die gibt es ja auch noch, die vergesse ich immer wieder. Elektro-Ding. Soll ich es nochmal versuchen? Ulti haben wir aber gerade nicht ready. Ach, machen wir einfach nochmal. Dann haben wir es direkt zweimal hinter uns, sofern es respawnt. Wie gesagt, 6-mal brauchen wir, also noch 5-mal. Hm.
Ne, noch nicht gespawnt. Muss ich echt weiter weg für. Ach, nicht du. Darauf habe ich nicht geachtet. Da gleiten wir uns hier von weg. Ach, hier ist eine Kochstelle. Ach. Alter. Ich will es nochmal ausprobieren. Kann ich mich wirklich nicht wegteleportieren dafür? Doch, okay. Da war doch irgendwas, dass ich mich nicht wegteleportieren kann. Also kochen konnte ich, glaube ich, nicht. So. Wie war das nochmal? Wie hatte ich das damals gemacht? Dass das Ding nochmal respawnt. Da habe ich mich doch nur weit weg teleportiert, doch, ne? Nochmal schauen. Ist es wieder da? Hier, zack, zack. Nö. Oder war es doch mit der Zeit? Ja, gut. Ja. Ich könnte dann aber direkt hier die Zeit dann nutzen. Und mal schauen, wie es mit den Craften aussieht. Was bräuchten wir für wem? Dafür bräuchten wir Flux-Eiskerne. Die können wir aber nicht craften. Oder war das... Gab es hier noch eine Stufe schlechter? Geil. Shivada Jadebrocken. Die gibt es ab 60. Okay, die müssten wir craften. Okay, dann müssten wir auch... Okay, Mann. Ja, ja. Schauen wir uns das mal an. Das hier. Nein, das ist das nicht. Das hier. Genau, haben wir 3 Stück. Zack. Was haben wir denn noch? Was weiß ich noch aus dem Kopf? Wahrscheinlich wieder nichts. Die Münzen unter anderem. Ja, hier noch die paar Sachen. Was ist das denn? Monsterklaue. Ach so, das haben wir bei diesen neuen Monstern bekommen. Material zur Verbesserung von Figuren und Waffen. Ja, gut, das schränkt ja auch super ein. Davon brauchen wir was. Haben wir nicht so viele. Auch bei Dings. Gut. Was ist das schon? Kriege ich das echt alles nur bei den Bossen sofort ohne Zweifel. Davon brauchen wir noch was. Ich weiß jetzt nicht, wie viel und für wem nochmal. Lasset mich mal gucken wegen Noel. Stufe 50, ja, nicht gut. Gut, davon haben wir alles. Das ist. Wie sieht's bei Ningguang aus nochmal? Gleiches Spiel. Hypostase. Ach, ja, diese. Geo-Hypostasen und davon. Da hängt das nun ab, ob ich das crafte oder farmen muss. Ich muss auf jeden Fall farmen, weil wir nur 14 hiervon haben und von den Dings hatten wir, glaube ich, auch nicht so viel. Aber gut, was war mit Amber? 60, ja, die sollte auch sterben. Ich will gerne alles auf 80 kriegen, bevor wir Level 45 erreichen, aber vor Level 45 müssen wir auf jeden Fall gegen Shogun Raiden kämpfen. Das ist so eine Sache, da sollten wir vielleicht konsequent bleiben. Nun gut. Ja. So, wie es weitergeht, werdet ihr in den nächsten Episoden sehen. Ich schätze, in den nächsten Episoden werde ich, wenn kein Event wieder ankommt, nochmal einmal farmen. Deswegen empfehle ich trotzdem, ein Abo dazulassen, damit ihr meinen Kanal nicht heraussuchen müsst jedes Mal. Und dadurch könnt ihr auch nichts mehr verpassen. Ihr unterstützt mich so aktiv auch am besten. Folgt mir auf meine Social Media Kanäle, ebenfalls verlinkt. Dort poste ich Clips auch von anderen Spielen zwischendurch mal. Like, Dislike, kommentiert meine Videos, Fragen, Anmerkungen, was auch immer. Ich versuche es in Regeln auch immer zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.